Horst Eilermann ist neuer Rektor an der Grundschule am Markertal in Markhausen. Am Freitagmittag wurde ihm das Amt offiziell von Jan Heinemann, Regierungsschuldirektor der Niedersächsischen Landesschulbehörde, übertragen. Dazu kamen rund 75 Personen, darunter die Schüler der 3. und 4. Klassen, zusammen. Gemeinsam mit Lehrerin Elisabeth Stuntebeck haben die Kinder einen plattdeutschen Sketch einstudiert. Doris Engbers führte mit ihnen zwei Lieder auf, in denen sie dem neuen Kapitän viel Glück wünschten. Eilermann wurde in Kloppenburg geboren und hat im Jahre 2004 sein Abitur am Albertus-Magnus-Gymnasium in Friseute abgelegt. Nach seinem Grundwehrdienst hat er Geschichte, Germanistik und Politik in Vechta studiert und im Anschluss seinen Master in Geschichte und Germanistik abgelegt. Danach absolvierte er sein zweites Staatsexamen und unterrichtete 3 Jahre in Jemgum. Seit August 2016 hatte er das Amt des Rektors an der Grundschule Markhausen kommissarisch übernommen.